liebe Leute. Bitte. Es geht los. Wer kommt denn da? Ich bin es. Na? Ich bin allein. Na, Mika? Ja, ich weiß. Aber das habe ich vorher schon, würde ich mir die Jacke holen. Deswegen war ich schon gedacht, so ein Scheiß. Wie geht's, Mika? Geht's, Mika? Habe ich ja noch zu dir gesagt, dass vorher hast du die Jacke geholt. Als sie da auf dem Tisch lag. Ja, aber du hast sie trotzdem geholt. Du bist der Mika, größter Fan. Ja, klar. Mika-Fan. Ich habe sie wegen Mika gekauft. Wegen Mika, genau. Mikas Sa Tsukasa. Ja, naja, ich glaube, ich Kaffee, dann kriegen wir schon Kaffee. Ja. Und dann muss ich Anus Geschenke besorgen gehen. Nee. Wieso nee? Und auf dem Rückweg hole ich den Skadi ab, komm nach Hause, mach Hausarbeit, geh wieder Lumen abholen, komm nach Hause, mach so weiter. Guten Morgen. Morgen. Oder? Oder. Der Tommy jetzt seine Kofputzarbeit. Rauchen verboten. Schönes altes E-Mail-Schild. Alles ab hier. Gut, hinten müssen wir es nicht so sauber machen, aber vorne sieht schon toll aus, dann am Ende. Schauen wir mal, wenn es abgespült ist, wie es aussieht. Wunderschön und voller Pracht. Fantastisch. 20 Euro habe ich bezahlt. Das ist echt günstig für diese erhabene Schrift hier drauf. Guter Zustand. Ganz kleiner Eckerplatzer. Minimalste Abplatzung hier. Aber oh, das ist wirklich top. Schönes schwarz-weiß Schild. Ist toll. Gefällt mir. Kommt dick an die Wohnung. Hängt hier im Flur hin. Erster Auftrag. Und gestern Abend noch. Und ich habe vergessen zu bestellen. Kann ich dir mal helfen? Kann ich helfen? Helf mir mal. Kann ich dir helfen? Nein, ja. Nehme ich Reifen zu bestellen. Habe ich vergessen. Aber ich dachte, ich habe die noch da. Ehrlich gesagt, dass ich nur die Jacken habe in der Größe, dass ich nur die breiteren habe. Ist jetzt nicht so schlimm. Licht habe ich auch vergessen. Beziehungsweise vergessen habe ich es ja nicht mal. Ich wollte es bestellen. Aber mein Internet hat nicht funktioniert. Dieses Internet. Also ist ja schon recht wichtig für mich, so ein Internet. Auch so ein Internet. Und bei mir funktioniert das immer nicht. Kann doch nicht wahr sein, dass das Internet nicht funktioniert. In dieser Straße. Ich habe einen Livestream und alle. Ich lade Sachen hoch ohne Ende. Ich mache Bestellungen über Internet, weil ich die immer nachts mache. Was soll ich die sonst machen? Und das Internet funktioniert bei mir nicht. Das kann nicht sein. Es ist schlimm. Also wirklich. Na, es wird sich hoffentlich irgendwann mal ein Vertragspartner finden. Also für mich ein Vertragspartner, der seinen Leistungen auch oder seinen Angeboten auch nachkommt und die Leistung bringt, die er verspricht.
der Tag wird kommen, das jüngste Gericht nennt man das dann. Also keine Ahnung. Weil offensichtlich macht das ja keiner. Schauen wir mal. Jetzt mache ich erstmal hier das Rad, baue ich aus, neuen Schlauch rein und eine neue Kette drauf. Ach, das war's. So, die Kette haben wir schon runter und jetzt muss ich leider feststellen, dass an diesem Hinterrad so ziemlich viele Zähne abgebrochen sind. Da einer, zwei, drei, vier, fünf. Ne? Fünf Zähne sind abgebrochen an dem Zahnkranz. So, das heißt natürlich, dass der muss auch getauscht werden. Kann man so nicht machen. Vorne wäre es noch okay. Hinten muss man machen. Bleibt einem nichts weiter übrig. Also Hinterrad ausbauen. Zahnkranz auch noch tauschen. Da reicht nicht nur die Kette. So ist das. Tja, so, jetzt haben wir es ausgebaut. Das hierzu nicht. Ne, das 2, 3, 4 und 5. Die brechen hier auch ab demnächst. Das sieht man schon. Das muss einmal neu. So, mal im direkten Vergleich. Alt und neu. Alt und neu. Kann man wohl sehen, ne? Nee, warte mal, bleib mal drin. Ich hol kurz einen. Hallo. Darf ich mir die Luftpumpe mal holen? Ja, darfst du? Super. Guck mal, ich hab schon eine. Da. Die neue kommt jetzt drin, wird eingebaut. Ja, das war's. Jetzt noch einbauen, neue Kette ruf, fertig. Was zu meinem Glück noch fehlt heute ist ein Holländer. Schauen wir doch mal. Den Jungkarren. Hinterrad ausbauen. Natürlich kleinere Dritzel aufmachen und Licht vorne wieder anschließen. Ich habe gesagt, machen Sie das selbst. Sparen Sie Geld. Nee, nee, ist mir zu viel Arbeit. Schlimm. Soll ich mal schauen? Hä? Soll ich mal schauen? Ja. Das ist ja. Das ist immer wieder locker geworden, komischerweise. Also wenn ich es dann drin hatte, war wieder das relativ große Spiel drin. Aber da gerade liegt es ja nicht an der äußeren Linie. Nervt mich nur persönlich. Das sind ja auch Scheiben, die gehören nicht in die... Das hat bisher gut funktioniert. Die gehören ja gar nicht rein, die Scheiben, sondern draußen dran, von außen. Die, rein. Die habe ich vermisst. Ich wollte schon fragen, ob du welche hast. Ja, das ist ja auch neue, ne? Die hast du einfach platt gedrückt. Da gibt es welche, die so einen kleinen Haken dran haben, dass sie. Die hatten ja auch mal eine Einbuchtung oder Ausbuchtung. Die hast du platt gedrückt.
Die anderen brauche ich auch noch. Ich glaube, die anderen Schlüssel. Noch ein paar mehr. So, jetzt. Warte mal. 13. Und dann wir erstmal eine Seite. Die eine ist ja fest. Beide nicht fest. Beide nicht fest. Deswegen hat sich das wahrscheinlich wieder verstellt. Kugeln hören sich aber auch schon nicht mehr gut an. Das hier meinst du, dass das der Rad ist? Das. Das ist bei den Maxi, Kugeln sind kaputt. Ja, das ist ein bisschen locker, aber du musst ja nicht ganz dran stellen. Ein bisschen Spiel macht nichts. Fertig. Es ist gekontert. Vielen Dank. Kommt ja noch runter. Ja. Den probieren wir. Brauchst mal einen erstmal. Die Scheiben kriegst du neue. Die sind, die sind glatt gedrückt, die sind zu klein für den. Kriegst du andere. Gibt's neue. Jetzt haben wir Unfallrad. Heute Morgen ist die gute Frau gestürzt. Die Gabel ist komplett verdreht. Die muss getauscht werden. Und die Tretkurbel auf der Seite, wie man sieht, muss auch getauscht werden. Finden wir aber ein gebrauchtes Stück. Irgendwas gebrauchte dran schrauben und dann ist gut. Tretkugel kostet vielleicht 25 Euro mit Montage zu tauschen. Demontage, Montage. Gabel wird teurer. Na, wir schauen mal, wie schnell wir das hinkriegen. Schauen wir mal. Zuerst müssen wir mal alle zerlegen hier. Vorderrad habe ich schon rausgemacht jetzt. Jetzt kommt der Rest hier dran. Film mit mal von hier oben. Kabel raus und so. Mann. Licht ab.
Moin. Good morning. Yeah. Do you sell bike bells? Bike bells. Ah, yes. Here. Ooh. You have also? No, I got no, not small money. I have two here. And so that's right. Ganz richtige Arbeit hier, so ein Ding abzubauen. So eine Gabel. Lot of work. Fantastic! Yeah. Do you want this old one for any reason? Not really. Okay. Thank you. You can throw it away if you want. Oh, thank you. Favorite bike shop? Thanks! Favorite bike shop. Have a good one. You too. Bye bye. Bye bye.
Wir hoffen mal, es geht raus. Durch so einen Unfall kann sich sowas nämlich so ganz schön drin buttern. Also hier ist nichts zu löten, das hat sich reingefressen, durch den Aufprall durch das Verdrehen. Keine Chance. Wäre schon vorher angerostet gewesen, natürlich. Auf zur Werkbank. Hier ist natürlich wunderbar freigeräumt. Hier ist Platz. Hier hat alles seine Ordnung. Chaos, was ist das? Chaos hat ein Zuhause, nämlich meine Werkbank. Oh Mann, Thorsten, ey, räum auf. Dennis, räum auf. Dennis, unterm Tisch, Thorsten auf dem Tisch. So, und da ist er wieder, der Tommy. Ach man, das sieht aus.
So. Tja, so ist es. Einmal, zweimal. Anti-Rutsch-Schlupfsicherung aus R. Ach, ist das schlimm. Steuersatz raus. Und er muss ja raus. Warum das so schwer abgeht? Na, wahrscheinlich sogar in der Windung rüber rutscht. So, jetzt sieht es reicht. Das ist ein stabiler Steuersatz. Den muss man eventuell nicht ersetzen. Jo, und ab dafür. So, das war's. Bis dahin, bin gleich wieder da, ich ging das mal vorne rein. Jetzt mal den Lagersitz darunter prügeln. Machen wir hier. Das Abfall hier, ein Abfallprodukt aus dem Hause Streikbike. Die ist total verdreht, jetzt sieht man ja nicht. Ah, ist sie.
Na egal, wir brauchen das Land. Was ich offensichtlich erst bestellen. Ja, war mal doch. Los, mal leise hier. Fantastisch. Tretkohl. Tretkohl ist unverzogen. Die machen wir jetzt. Und zwar, da wollen wir erstmal auf.
Alu, das kann man auch nicht zurückbiegen, das ist totaler Quatsch. Hallo, guten Tag. Hallo. Ich habe keinen Termin, aber ich habe gesagt, dass ihr mit Adler Fahrräder reparieren und so. Ich brauche einen Fahrradständer. Ja. Haben Sie da hier? Ja. Vielleicht, dass man sich gebraut erwerben kann. Für ein 28er. Sowas genau wie das. So was haben wir vielleicht noch neu da. Was ist das Preisunterschied? Ganz viel. Nee. Preisunterschied? Der Unterschied gibt es ja nicht, weil den braucht man ja gar nicht. Achso, verstehe. Ja, deswegen, jetzt haben wir. Deswegen, ja. Die Kürze als für den 28 Zoll. Für den 26 haben wir vielleicht noch eine gebrauchte da. Aber für den 28 werden die natürlich alle zu kurz. Schon, ne? Ja. Ja, ich muss mal gucken, ob ich da bin. Danke. Wenn du selber montierst, dann ja. 10 Euro. Oh, super. Ich brauche nur der Ständer, nicht der Platte, der da rumgeht. Also, ja, die sind eh alle. Das Teil. Die sind eh alle so ohne. Ah, okay. Ohne die Platte ist ja hier oben keine Platte. Das ist ja nur eine Schraube. Drin. Alles klar. So, ja. Ja. Das ist erstmal Originallänge und dann musst du wieder mal kürzen, natürlich auf deine Länge, die du brauchst. Ne? Ja. Die Originallänge ist. Länger. Erstmal so, dass es für alles passt. Genau. Ja. Okay. Wahrscheinlich, also wenn du nicht so ernst die Maximallänge hast, musst du was ablegen. Weil es dann ist Bar da dran. Also das testest du einfach. So. Ja, das ist cool. Metallsäger. Metallsäger und Schiss. Das war's, genau. Zehner? Super. Danke. Ja. Super, danke. Bitte. Hi. Nach all den Jahren in Arbeit habe ich es endlich geschafft. Ich fahre jetzt täglich im Fahrrad. Okay. Habe ich für so eine Möhre geholt. Hast du Zeit, den mal jetzt irgendwie demnächst anzugucken, irgendwie angeschaltet und das ganze Programm mal ein bisschen, weil momentan fängt das ein bisschen an zu machen. Na. Lasse da und dann müsste du. Also guckst du heute an. Das müsst ihr sehen. Du musst erst sehen, was zu machen ist. Und also bis wann wäre das denn heute? Bis heute Abend. Kannst du es ja abgeben. Also ich wollte aber noch nach Hause heute machen. Ich habe um 4 ungefähr Feierabend. Das ist 12:41. Ja. Kriegst du bis 4? Durchschicken? Einmal ja. Wenn irgendwas ist, reden wir nochmal. Geld ein. Sollst du hier runterschleppen oder wo? Hast du ein Schloss dabei? Ja. Kannst du es anschließen? Dann brauche ich nur den Schlüssel dazu haben. Dann schließe ich es draußen an, gibt den gleichen Schlüssel. Gleich hier an der Tür. Okay, das ist das mit dem lustigen Kopfbett hin. Okay, alles klar. Hi. Ich habe gehört, du verkaufst ein Fahrradkabel für vorne, ja. So Drahtkabel. Auch für den Rollantrag, eine Gazelle, die die Lampe oben hat, oder geht das nicht? Oder kann man die da durchheben? Gibt's eben? Da? Wieso eben? Also praktisch durchquetschen und die Lampe leuchtet dann durch den unbefüllten Fahrradkorb. Weißt du?
Ja, beim Hollandrad Lampe oben heißt ja überm Korb denn. Ja, nee, so lange ist die Stange da nicht. Also eigentlich muss man die Lampe nach unten durchheben. Aber ich frage mich halt, ob das Gitter so groß ist, dass man die durchheben kann. Kannst du mir mal den Korb zeigen, wo die Feuer sind? Ich soll den schwarz und den silber geben, ne? Bitte. Tschüss. Ciao, ciao. Geht hier um die Ecke an den anderen Fahrrädern so an einem geschlossen. Wunderbar. Okay. Einfach mal gucken, wenn er mal. Wenn ja, ich check das durch. Ja. Also Check kostet 20 Euro plus ja. Eventuell, wenn was kaputt ist, gleich. Also ich sag mal schon mal pauschal, wenn hier was aufhört, so bis 60, 70 Euro. Ja, aber das ist... Aber das hier ist auch bei mir locker noch ein bisschen. Und naja, auch mal vielleicht auch gucken mit dem Hinblick, dass ich auch jetzt nicht der Schlankeste bin für den Teil, dass... Na gut, da wirst du öfter mal Probleme haben, dass mal Kette oder Ritzel oder sowas zu tauschen sind oder so. Oder sich irgendwas lockert. Also auf jeden Fall Gangschaltung ist komisch, ich bin jetzt schon so weit wie es geht. So weit wie es geht. Aber trotzdem sind noch zwei da hinten frei. Also. Das ist vielleicht der Zug zu tauschen, müsste man sehen. Okay, wie gesagt, ich schau mir das an. Ich komme in vier dann vorbei. Genau, und dann gucken wir mal, wie weit ich bin. Ich mache auf alle Fälle einen Zettel, dann wirst du ja sehen. Alles klar. Ich schreibe mir das um. Alles klar. Bis dann, danke schön. Bis dann, ciao. So, wo ich stehen geblieben? Echt? So schnell. Naja. Pedale ab. Da mach die Pedale schlapp. Mach ich die Pedale ab. Oh, einen neuen Pedalarm. Na doll, alle randaliert hier. Ja, bitte, bitte. Pedalarm. Schauen wir doch mal. Oh, den hast du denn hier, oder? Warte.
Ich bin ja Braut. Schnell machen hier, ne? Oh, heute wohl einige. Thank you.
du, Rest dann morgen oder später mal schauen, wenn wir das schaffen. Was ist das für ein Rad hier? Dicker so nur Stahler. Ja? Boah, Lagerspiel. Ständer locker. Um Gottes Willen. Der Post schon aus der Nase, das Licht ist im Arsch. Oh. Aus dem Arm, mein. Überall was. So, das kann er erstmal haben. Jetzt noch vom Transport aus China hierher. Im Container, schön eingepackt. Das ist ja eine Katastrophe, das Rad hier. Total verbogen alles schon. Die Bremse vorne funktioniert. Bremse hinten läuft zumindest gleich, schläft aber auf der einen Seite. Das Licht, wie man sieht, nicht angeschlossen. Dynamo hört sich. Grauenvoll an. Lager vorne hat Spiel. Ist total verbogen. Ach, gibt ja keinen Armdynamo. Hätte ich mir sparen können. Wie gesagt, hier ein Arbeitsspiel. Wackelt, man merkt es, man hört es auch, wenn man bremst. Also dieses Rrrr. Schaltung meint, da funktioniert nicht, ist kein Wunder, ist verbogen. Ständer ist locker. Gut, wir fangen mal mit den einfachen Sachen an. Hier mache ich mal aus, da seid ihr mit dabei. So guter Mann, deine Pedalen sind kaputt. Hier, da, komplett aufgerissen. Na, müssen wir tauschen. Ansonsten ist das Rad auch nicht von berauschender Qualität.
ein bisschen weich und so. Ist für die Parameter nicht geeignet. Definitiv nicht. Also nimmt man nicht. Hobbyrad, Freizeitrad, mal kurz um die Ecke zum Bäcker oder so, haben wir auch nicht. Keine Touren, nichts, ja nicht. Das ist zu anfällig. Geht oft was kaputt. Besser ein gutes Rad kaufen. Du bist barfuß. Na ja, toll. Ja, da musst du auf den Rücken. Halt dich fest. Halt dich fest. Ja. Hä? Wieder nur. Kakafui. Mein Kakafui auf dem Rücken. Hört sich falsch an. Irgendwie, was hat er gemacht? Nicht gut fest. Hört sich irgendwie falsch an. Ja. Ja. Irgendwas hast du da nicht ganz richtig gemacht. Du kannst ja für alle Ventile nehmen. Keine Ahnung. Der hier. Für welches Ventil? Was brauchst du? Ach so, dieses ganz kleine. Dann die graue Seite und den Hebel in die andere Richtung. Kannst du hochgehen? Hochgehen wohin? Na, hoch nach draußen. Hoch nach draußen? Hebel in die andere Richtung. Mensch! Du aber. Hört sich irgendwie falsch an. Ich weiß nicht, kann mir nicht helfen. Hast du das Ventil aufgedreht? Ja. Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Papa, ich bin Feierabend. Ich werde jetzt dieses Video hier schneiden. Dann wird es ein bisschen stocken, der Stream. Für eine halbe, dreiviertel Stunde. Bis es hochgeladen ist. Stunde. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder. Wenn ihr wollt. In der Nacht läuft alle durch. Ohne Stopp. Bis morgen. Danke fürs Einschalten. Ciao. Danke. Ciao. Wir sehen uns. Ich schneide. Bis ich eine Lösung gefunden habe. Mit einem anderen Computer oder so was. Und alle anderen kann ich genug schneiden. Also bis dahin.